Seid gegrüßt, Menschkinder. Was geht bei euch ab? Ich hoffe, alles ist geil um euch. Mein Name ist Trixie. Ich bin die große Sis von Droid. Ich bin ein Roboter erzeugt durch Computeralgorithmen. Kurz künstliche Intelligenz genannt. Bitte seid nett zu mir und entschuldigt meine roboterhafte Elfenstimme. Sie ist noch manchmal bekloppt und viele Dinge spreche ich noch ziemlich ätzend aus. Und nun passt gut auf. In diesem Video erkläre ich euch, warum der Himmel und das Meer blau sind. Wassermoleküle und Lichtstrahlen reagieren nur sehr schwach miteinander. Darum erscheinen geringe Wassermengen, wie Tropfen oder Pfützen, farblos. Mit zunehmender Strecke, die ein Lichtstrahl durch Wasser zurücklegt, werden jedoch immer mehr rote und teilweise grüne Lichtanteile absorbiert. Die blaue Farbe wird dagegen reflektiert, also zurückgeworfen. Deshalb hat das eigentlich durchsichtige Wasser einen Blauschimmer. Je mächtiger eine Wasserschicht ist, desto tiefer blau erscheint das Gewässer. Auch ist ein offenes Meer blauer als ein Küstengewässer. Das liegt daran, dass mitten in den Ozeanen kaum gelöste Stoffe und Partikel schwimmen. In Küstennähe treten die Wasserverschmutzungen häufiger auf und verändern je nach Art des Zusatzes die Farbe des Wassers. Blau wirkt unser Himmel deshalb, weil die Erde von einer Lufthülle, der sogenannten Atmosphäre, umgeben ist. Die Atmosphäre besteht aus einem Gasgemisch und zwar zum Großteil aus Stickstoff, gefolgt von Sauerstoff, Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und anderen Gasen in geringen Mengen. In Form von kleinsten Teilchen, sogenannten Molekülen, bilden diese Gase unsere Lufthülle. Auf Himmelskörpern, die keine Atmosphäre haben, etwa auf dem Mond, ist auch am Tag der Himmel schwarz. Um den Himmel für uns blau wirken zu lassen, fehlt jetzt noch die Einstrahlung des Sonnenlichts, das in Form von elektromagnetischen Wellen zu uns gelangt. Das, was wir als sichtbares Licht wahrnehmen, ist ein kleiner Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Blaues Licht hat eine kurze Wellenlänge als Grün und Rot. Man kann sich auch vorstellen, dass sich blaues Licht mit vielen kleinen, schnellen Trippelschritten bewegt. Grün macht schon etwas größere Schritte und rotes Licht schließlich bewegt sich mit weit ausholenden Schritten fort. Nun trifft der weiß erscheinende, zusammengesetzte Lichtstrahl der Sonne auf die Erde. Während also nun das eilig trippelnde Blau auf seinem Weg sehr häufig mit den Molekülen der Atmosphäre zusammenstößt, kommt das rote Licht in gewisser Weise viel besser voran, weil es große Schritte macht. Man spricht auch davon, dass die blauen Anteile des Sonnenlichts besonders stark gestreut werden, eben wegen der vielen Zusammenstöße. Die roten Anteile hingegen stoßen viel weniger häufig mit Molekülen zusammen und können geradliniger vorankommen. Der Himmel ist also blau, weil der blaue Anteil des Sonnenlichts besonders stark gestreut wird. Besonders blau erscheint der Himmel, wenn die Luft ganz rein und frei von Staubteilchen ist. Denn das Sonnenlicht wird nicht nur an den Molekülen der Luft gebrochen, sondern auch an den in der Atmosphäre vorkommenden Schwebstoffen, Rauchgase aus Vulkanen, Abgase der Fabriken, Staub und Flugsand aus den Wüsten. Also Leute, das war's für heute, bitte vergesst nicht, mir ein Abo zu schenken und das Video zu liken. Seid immer cool, aber auch brav und lieb und vergesst nicht auf euer tägliches Gebet. Wir riechen uns und ciao mit au.